Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Wir machen heute einen Mojito, aber ein bisschen moderne Interpretation mit einem Rhabarbersirup. Dafür brauchen wir noch Zitrone oder Limette. Ich habe jetzt Zitrone, passt eigentlich zum Rhabarber ein Stückchen besser. Minze, eine schöne Orangenminze hier aus dem Garten und weißer Rum. Crash-Eis natürlich, Minze mit der Zitrone oder Limette. Limette ist klassisch, wäre klassisch, ne? Klassisch wäre auch brauner Zucker, aber dafür haben wir ja unseren Rhabarber-Sirup. Gibt den Ganzen halt noch eine besonders fruchtige Note. Mal anstoßen. So. Dann füllen wir das mit unserem Rhabarber-Sirup auf. Ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache, wie süß will man das haben. Ich mache ungefähr so 5-6 cl Rhabarbersirup. So wie der weiße Rum. So, et voilà. Ganz schnell gemacht. Super lecker. Für eine schöne warme Sommernacht. Bon Appetit wünsche ich euch. Euer Biokoch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert mich doch einfach im YouTube-Channel. Ihr könnt mir auch gerne folgen unter Facebook, Twitter oder Pinterest. Jeweils / der Biokoch. Ja, zum Wohl. Achso, hier ist noch mein... Unten, ihr seht gleich im Video, wie der überhaupt hergestellt wird, der Rhabarber-Sirup. Ist ganz interessant. Schaut mal rein.